Das Woltershof-Boutique-Hotel auf der idyllischen Insel Sylt, einem beliebten Treffpunkt für Prominente und Wohlhabende, befindet sich in einer finanziellen Schieflage und hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Flensburg gestellt. Vor über zwei Jahrzehnten übernahm Detlef Tappe die Leitung der renommierten Woltershof in Kampen, das zu dieser Zeit zu den Top-Reisezielen der Insel zählte. Mit opulenten Annehmlichkeiten wie einem Innenpool und einer atemberaubenden Terrasse, die einen Panoramablick vom faszinierenden Wort.